MotoTV 22 powered by MySport, MyStory. Und wir wünschen euch einen sportlichen 6. April. Am Montag begann der viertägige DTM-Testlauf auf dem Hockenheimring für die DTM und ihren Rahmenprogramm der Trophy und Klassik. Wir waren am zweiten Tag der DTM mit dabei und hatten Eindrücke von 29 Piloten, Fahrzeuge und deren Hersteller wie Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes sowie von Porsche. Mit Bilder und Interviews in drei Blöcken möchten wir dies euch vorstellen. Das österreichische GRT-Team rund um Gottfried Grasser. Piloten, die für Österreich an den Start gehen. Und beeindruckende Bilder, Interviews sowie aufregende, sensationelle GT3-Videos von den Rennfahrzeugen. Ja, wir beginnen mit Teil 1. Teameigner Gottfried Grasser, GRT Racing, gab uns einen Eindruck über sein Lamborghini-Team. Abt-Techniker Manuel Stadler berichtet über René Rast seiner Rückkehr. Jens Liebhauser, der mit Lukas Auer in der Fanatec GT World fährt, ließ es sich nicht nehmen und besuchte Luki Auer hier in Hockenheim. René Rast, der zurückkam von dem Formelsport wieder in den DTM-Sport. David Schumacher, Mercedes AMG, GT3, Winward Racing, der Junior von Ralf Schumacher, Philipp Eng, BMW M4 Schubert Motorsport sowie Service TV Formel 1 Analytica. Clemens Schmidt, Lamborghini, GRT Racing, der sich einen Traum erfüllte und in der DTM fährt. Manuel Reuter, sportlicher Leiter, GRT Racing, mehrfacher Le Mans-Sieger und DTM-Champion. Lukas Auer, Mercedes, AMG GT3, Winward Racing, gab uns ein Interview. Sowie der Österreicher Thomas Breining, der auf einem Porsche im Team von Timo Bernhard fährt. Max Götz, Mercedes, AMG GT3, amtierender DTM-Meister, gab uns ein beeindruckendes Interview. Sowie die Ferrari AF Corsa mit dem Red Bull Alpha Tauri-Piloten Sebastian Loeb, der sich das Fahrzeug mit Nick Cassidy teilt und der sporadische Einsätze in der DTM auf Ferrari fährt. DTM 2022 mit einem österreichischen Team, das GRT Racing Team Gottfried Grasser mit 4 Fahrzeugen hier am Hockenheim beim ersten Testtag. Gottfried, ein Lächeln im Gesicht, denn der Mücker war einer der schnellsten heute Vormittag, der schnellste. Ja, ich glaube, erst lächelt jetzt aber ins Gesicht, dass wir endlich da sind. Also heute in der Früh, wie ich reinspaziert bin ins Fahrerlager, ist es schon ein Gefühl, was man da kriegt und sagt, geil. Jetzt ist man mal da dabei. Also wirklich, das ist echt was Geniales. Und ja, erste Session, glaube ich, hat ganz gut funktioniert. Ich glaube, der Wirko ist ja bekannt als wahnsinnig, wahnsinnig guter Regenfahrer. Und wie es im Regen halt auch ist, muss man das immer wieder ein bisschen zusammenbauen. Und ich glaube, es war super Einstand, absolut. Und wir freuen uns jetzt wirklich, dass bald einmal hoffentlich ins Trockene geht und zu normalen, wärmeren Bedingungen. Gottfried, du hast dich komplett auf die DTM für die heurige Saison eingestellt und es gibt keine andere zweite Serie. Ihr konzentriert euch auf die DTM. Ja, erstmalig seit wir überhaupt GT3-Sport machen, weil man muss einmal ganz ehrlich sagen, DTM hat ein wahnsinnig, ich glaube, wenn nicht das höchste Level, ich glaube, das kann man ruhig sagen, dann kommt natürlich dazu der ganze Performance-Pitstop und so weiter und so fort. Und ich glaube, das muss man ernst nehmen und dadurch war relativ früh schon klar im letzten Jahr, wenn wir Richtung DTM gehen, muss man 100%igen Fokus drauflegen. Das ist uns gelungen und ich glaube, auch so ist es die Basis darauf, dass man was aufbauen kann. Du stellst das größte Team in der DTM für 2022 mit 4 Fahrzeugen, 29
Piloten am Start, also ein richtig tolles Starterfeld? Ja, mega. Also ja, 29 Piloten, 29 Autos. Also ja, und die vier Autos, wie gesagt, das kommt ja bei uns eigentlich aus der Vergangenheit. Haben wir eine andere Serie auch schon einmal gehabt. Und ja, wir wissen, glaube ich, wie man das macht und handelt. Und ich glaube, so ist die Konstellation ganz toll. Du hast da ja einen super Top-Mann geholt, den Manuel Reuter. Ja, Manuel ist einmal da für den sportlichen Bereich. Also unterstützt uns da natürlich im Team sehr und ja, funktioniert ganz gut. Ja, wir wünschen dir jetzt noch zwei tolle Testtage und dann geht's los, das erste Rennen. Ja, als Österreicher fahren wir nächste Woche auf dem Red Bull Ring und dann fahren wir nach Portimao. Also wir haben noch ein paar Tests vor uns, aber wir bereiten uns vor. Dankeschön. Wir wünschen dir alles Gute. Dankeschön. Manuel Reuter, Manuel, eine neue Aufgabe für dich in der DTM. DTM kenne ich ja relativ gut. Jetzt halt mit den neuen GT3 Autos und wie angesprochen mit Lamborghini, mit Grasser ist natürlich eine riesen Herausforderung. Eine wahnsinnige Challenge dieses Jahr, knapp 30 Auto, unwahrscheinlich viele Top-Fahrer, Top-Marken, Top-Hersteller und ja, die Teams auch natürlich. Also es wird eine brutale, brutale Saison werden und die Zuschauer können sich schon freuen, das wird ein Riesenspektakel werden. Eine hochkarätige und professionelle Meisterschaft. Es ist alles im Grunde da, was im GT-Sport Rang und Namen hat, von den Teams angefangen, über die Fahrer natürlich und ich glaube, das wird uns so wieder ein bisschen da zurückbringen, wie es mal in den 90ern waren, dass du wahnsinnig viele verschiedene Siege haben wirst. Wie gesagt, harte Zweikämpfe draußen, brutal hart. Und ja, wir freuen uns, aber haben natürlich auch einen riesen Respekt vor der Aufgabe, weil die Konkurrenz schläft nicht und die machen alle einen verdammt guten Job. Ja, und er ist für alle drei Vorzeige bei Abt zuständig. Manuel, ihr habt den René Rast wieder bei euch im Haus. Und er fährt wieder in der DTM nach der Formel E, jetzt wieder in der GT. Man sieht schon, der René Rast ist ein DTM- und GT-Pilot. Das stimmt, ja. Also DTM ist für ihn nichts Neues. Der GT ist für ihn ein bisschen was Neues. Er ist zwar ab und zu 24-Stunden-Rennen gefahren, aber der René ist da Profi. Das dauert nicht lang, dass der auf jeden Fall auch bei den ganz Oberen mitfahren kann. Er fährt die überall mit. Er fährt auch in der WEC, ist auch mit dabei in einem LMP2-Auto. Also ein Profi, den man überall einsetzen kann. Ja klar, René ist ein Profi, der ist nicht umsonst dreimal Meister geworden. Und man sieht es auch gleich, wie er die Sache angeht, professionell und mit Zielfokus auf ganz vorne. Der gibt sie nicht mit irgendwelchen Plätzen hinter mit 10 ab. Und muss ich sagen, da ist schon eine Bereicherung fürs Team auf jeden Fall. Ja, mehrfacher DTM-Meister René Rast und er ist wieder zurückgekommen, heuer ins neue Jahr 2022. René, wie hast du dich gleich wohlgefühlt? Ja, es ist immer noch eine riesen Umstellung. Die Autos sind natürlich ganz anders zu fahren als die alten DTM-Autos. Von dem her muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Aber es macht irre Spaß, wieder in der DTM zu sein. Ja, du bist von der Formel E wieder zurückgekommen und jetzt wieder ein GT-Auto. Wie ist das Feeling? Ja, es ist ein ganz anderes natürlich. Formel E-Auto ist ein reines Elektroauto. Wenig Abtrieb, sehr viel am Rutschen. Zu dem Auto hat es natürlich, das GT3-Auto hat natürlich viel mehr Abtrieb, jetzt viel mehr Leistung. Mehr Rennauto wieder. Aber trotzdem im Vergleich zu den alten DTM-Autos ist natürlich einiges langsamer. Ja, wieder in einem Audi. Du fühlst dich wohl in einem Audi. Und jetzt bei 29 Startern hier bei der DTM ein richtig tolles Starterfeld mit tollen Fahrern. Ja, definitiv. Ich glaube, dieses Jahr wird wirklich ein hartes Jahr für uns alle. Es sind sehr, sehr viele starke Fahrer, viele Teams dabei, auch viele unterschiedliche Autos. Von dem her, es wird wahrscheinlich ein Hauen und Stechen geben. Ja, dein Ziel natürlich, der Sieg in der DTM, ist eh klar, mit Abt bist du ja in einem der besten Teams. Genau, denke ich auch. Abt ist eigentlich so die Benchmark mit, im Audi-Lager, natürlich mit Team Rosberg zusammen. Die beiden Teams haben die DTM wie fast kein anderer dominiert in den letzten Jahren. Ja, von dem her bin ich froh, natürlich in einem der besten Teams dabei zu sein. Hast du noch andere Pläne für heuer oder nur die DTM? Nee, ich fahre neben der DTM fahr ich noch die WEC, die World Endurance Championship, im LMP2-Auto. Da hatten wir auch schon ein Rennen in Sebring, da sind wir Zweiter geworden. Natürlich jetzt als nächstes steht dann auch Spa auf Programm und Le Mans natürlich. Ja, wir können dir nur alles Gute wünschen, eine tolle Saison 2022 und viel Erfolg. Danke dir.
Ja, Jens, letzte Woche noch am Sonntag in Imola bei der Fanatec GT World Serie, heute hier am Hockenheimring. Du besuchst den Luca. Ich besuche den Luca Auer, genau. Und nachdem wir am Wochenende gemeinsam gefeiert haben in der GT World Challenge Europe in Imola, waren auf Pole Position im Gold Cup, hatten wir leider einen Ausfall durch einen Tire Puncture vorne links. Es hat es falsch angezeigt im Display. Es war dann letzten Endes hinten links der Tire Puncture. Ich musste zweimal in die Box gehen. Und bei der Ausfahrt ist natürlich sofort der Race Leader gekommen. Ich musste da mit Blue Flag mich geschlagen geben. Und die Top Leader sind vorbeigefahren. Und wenn einmal eine Runde hinten bist, ist schwierig, das vorzufahren. Mein Teamkollege Lorenzo Ferrari, italienisches Talent, junger, schneller Fahrer, ist eingestiegen. Nach der zweiten Runde hatten wir ein Problem mit der Kupplung und das Auto musste leider in der Box bleiben. Und wir konzentrieren uns aufs nächste Rennen in Paul Ricard und schauen nach vorne und hoffen, dass es beim nächsten Mal gleich gut zu Ende geht, wie es eigentlich in Imola begonnen hat. Aber Luca hat gesagt, du warst sehr, sehr schnell. Ja, freue mich, dass er das gesagt hat. Ey. Da ist er gerade mit seinem Fernsehen. Ja, und hier ist der Teamkollege jetzt von Jens Liebhauser und sie sind gemeinsam in Imola gefahren. Und Luca, das war ein richtig tolles Rennen in Imola. Wir haben ein geiles Qualifying gehabt, haben einen Top-Job gemacht, Pole Position, und den Rennen hat uns ein technischer Defekt gestoppt, aber nächstes Mal greifen wir an. Und dann geht's richtig los und wir freuen uns, wenn die zwei Tiroler dort mit dabei sind bei der Fanatec GT World Serie. Alles Gute und jetzt geht's gleich für Luca raus zum Nachmittagstraining. Vollgas heute. Immer Vollgas. Wir wünschen alles Gute. Danke. Ja, somit möchten wir der Organisation rund um Gerhard Berger, Frederik Elsner und seinen kompletten Team ein spannendes Jahr der DTM wünschen. Sowie allen Piloten und Teams. Und wir werden über unsere österreichische Beteiligung berichten. Das alles auf www.tv22.tv.